Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Dorgos anzunehmen bei Tela Immerblau Lebt wohl. In den Wäldern von Tevokav an dieser Position. Rechts unten seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest dürfte gewesen sein Aufruf, tötet die Knochenbeitscher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze müsste vom Prinzip her auch in PC Classic funktionieren. So, man braucht jetzt die Schwanzfeder von Dorgos. Alles klar, wohin muss man? Hierhin. Aber man braucht zuerst etwas anderes. Mal schauen, ob ich euch das gleich zeigen kann, ob ich es suchen muss. Gleich bin ich da, also schätze ich. Und zwar hier auf diesem Hügel flattert Bahela. Also hier kurz vor mir und wie gesagt, Koordinaten. Die darf man jetzt töten. Ich kämpfe mich jetzt zu ihr durch, nicht dass da viel edit. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Account, da streame ich ziemlich oft. Dürft ihr gerne vorbeischauen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So. Okay. Bahela ist noch nicht geedit. Ah doch, jetzt. Na gut. Und jetzt Bahela töten. Und hier nochmal die Map. Ihr wisst, Bahela. So. Ich habe es auch geschafft, die Kanalmitgliedschaft auf YouTube zu aktivieren. Dürft ihr euch gerne mal anschauen. Gibt auch ein Infovideo. Falls es euch gar nicht interessiert, bitte einfach ignorieren. Jetzt haben wir Trachellas Leichnam gelootet. Müsste auch im Inventar sein. Mal schauen. Da ist es. Trachellas Leichnam. Ziehe ich mal hier hin. Und jetzt geht's zu der Position, was auf der Karte angezeigt wurde. Ich werde jetzt am Boden entlang fliegen, aber damit ihr meinen Weg nachverfolgen könnt. Ich glaube, ich bin eh schon auf dem passenden Weg. Wunderbar. Natürlich dürft ihr auch Kommentare hinterlassen, Fragen stellen, Anregungen, Tipps, Tricks, alles Mögliche. Falls es was zu beantworten gibt, dann mache ich das meist innerhalb 24 Stunden. Ansonsten bekommt ihr von mir so ein Herzchen neben das Kommentar, damit ihr seht, dass ich es gelesen habe. So, nun bin ich an dieser Position. Hört ihr mal diesen Mob? Ich bin mir nicht sicher, ob es passt. Ich habe was anderes in Erinnerung. Ah. Und zwar muss man zu diesem Teil hier, Dorgos Fluch. Ich kann auch an dieser Stelle das Quest-Item benutzen. Mal schauen, ob was passiert. Benutzen, daher das Leichnam, nichts benötigt, Dorgos Fluch steht da. Also, hier ist Dorgos Fluch. Und ja, ich mache gleich nochmal die Map auf. So, an dieser Position, hier stehe ich, benutze ich jetzt diesen Leichnam, Rechtsklick. Und dann sollte gleich Dorgos auch schon erscheinen. Hier ist noch was geedet, das ist jetzt nicht Dorgos. Sondern das da ist Dorgos und der haut mich schon sehr freundlich. Ja gut, ich habe auch sein Weibchen getötet. Kann ich verstehen, dass er sauer auf mich ist. Ui, der kann betäuben. Okay. Dann betäube ich ihn mal. Und
Und jetzt muss man ihn noch looten. Da war auch schon die Schwanzfeder von Torgos. Ja klar. Jetzt hätte er noch so ein Trashmob. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Juppie. So, auf geht's. Ich hoffe, bis jetzt war alles klar. Falls nicht, Fragen stellen in den Kommentaren. Wie gesagt, ich beantworte sie. Und ja, ich glaube, es ist schon aufgefallen, dass ich fliegen kann. Das Ganze spart unheimlich viel Zeit. Vor allem, da ich nicht jeden Mob bekämpfen muss auf dem Weg und ich so nicht abgemountet werden kann. Zumindest ist es mir noch nicht in der Luft passiert. Nun sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Und falls euch das Video geholfen hat, dürft ihr in die Kommentare schreiben, wieso es geholfen hat. Was war besonders hilfreich? War's die Karte aufmachen? War's der Zwischenschritt mit der Trachella? Oder sonstiges? Das würde mich nämlich sehr interessieren. Viele von euch bedanken sich auch in den Kommentaren, das freut mich. Aber es wird nicht gesagt, was genau geholfen hat. So. Hallo. Quest ist abzugeben bei Tela im Ablauf, in den Wäldern von Tevokar, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke, Ende.